los, alle zusammen. An einem Tagebuch kann man ja weiterschreiben, egal an welchem Tag. Und das ist immer noch an dem Tag, wo ich den zweiten Tag aufgenommen habe. Aber ich habe dann mit einem ganz guten Kollegen, den ich auch kenne, der Satmir, noch ein gutes Gespräch gehabt. Ich sage nicht umsonst, dass er mein Sensei ist. Er ist ein bisschen mein Lehrer. Und wir haben ein bisschen auch über meine, ja, wie soll ich sagen, Enttäuschung von den Leuten geredet und so. Und er hat mich dann gefragt, warum bist du denn enttäuscht, wenn du jetzt die Leute draussen siehst? Und da habe ich mir das ein bisschen überlegt. Und auch unter der Dusche. Unter der Dusche kommen mir immer die besten Ideen. Und es ist die Macht, die man hat. Weil man sich daran hält und etwas sieht. Und da habe ich mir auch so gedacht, ja, die Macht bringt ja mir gleich nichts. Und ich kann ja auch die Leute nicht ändern, oder? Und ich muss einfach für mich, wie soll ich sagen, für mich den Standard festlegen in dieser Zeit. Aber kennt ihr das Ohnmachtsgefühl auch? Und ja, ich bin natürlich auch ein bisschen ein triebender Geist. Er hat mich auch darauf gebracht, erzähl doch ein bisschen, wie siehst du so mit deinem Ego auseinandersetzen, wie du das gemeint hast am ersten Tag. Also, lieber Satmir, wie habe ich das gemeint? Ja, weißt du, ich habe dann so gedacht, ja, was mache ich jetzt? Ich kann keine Interviews mehr aufnehmen. Natürlich habe ich 1-2 Interviews noch in der Pipeline und im März wird noch Interviews kommen. Aber was mache ich denn? Und eben der Kanal. Und ich habe mich ein bisschen im Hamsterrad gefühlt. Und ja. Und dann, ja, weil ich jetzt vergessen gehe, wenn gar keine Videos mehr kommen oder so. Und dann ist mir eben die Idee gekommen. Aber das sind auch wieder so, ich fahre manchmal auch mit mir ein bisschen reden und es ist ein bisschen creepy, ich weiss. Aber ja, es ist so. Und auch eben der Druck, immer wieder müssen etwas präsentieren. Aber das sind alle irgendwie Künstler oder die, die rausgehen. Ich will auch nicht gross jammern. Aber einfach, ich will euch das Hamsterrad verbildlichen. Auch da könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr die Gefühle auch habt. Und was ich auch merke, ist, wie man eigentlich seiner Routine ja, verfallen ist. Und wenn die Routine mal nicht geht, wie es dann plötzlich unsicher wird im Geist. Also, ich habe immer die Leute belächelt im Zug, die immer den gleichen Platz gesucht haben. Aber jetzt, wenn ich eine Woche nur daheim bin, also auch nicht in die Physio kam und auch keinen Aussenkontakt habe groß und auch gewisse Routinen, die du sonst hast, plötzlich nicht mehr so sind, aber ich kann immer ein bisschen Interviews führen, dann merkst du schon, dass dann halt wirklich nur noch sehr kreativ wieder muss werden, was auch wieder gut ist. Und auch sonst so fallen dann plötzlich so Mödel auf und so. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, was ich morgen für einen Film wird schauen. Ich werde dann schon noch einen kurzen Teil vom dritten Tag aufnehmen, so ist es nicht. Ich werde wahrscheinlich Parasite schauen, weil es geht auch um gesellschaftliche Strukturen, Arm gegen Reich, Reich gegen Arm, Arm gegen Arm, Alt gegen Jung und umgekehrt. Der hat auch viele Oscars gewonnen, also jetzt viele Oscars, mal hat 4 gewonnen dieses Jahr, aber auch sonst ist ein südkoreanischer Film für alle die, wo den wollen mieten, in Swisscom TV kann man ihn schon anschauen. Und ich habe jetzt schon 3-mal geschaut, morgen wird es 4. Mal sein. Und ich bin immer noch nicht ganz schlüssig geworden auf gewisse Szenen. Aber ich will morgen noch einen Teil aufnehmen, aber eben an einem Tagebuch kann man ja immer wieder schreiben. Manchmal kann ein Tag länger gehen, manchmal ein Tag kürzer. Und auf YouTube kann man ja die Wiedergabezeit auch ein bisschen schneller machen. Aber das ist mir jetzt gerade so auf dem Herz gelegen, eben so Strukturen, die mir unterlegt sind, die Ohnmacht.
Bier das auch kennen. Mich würde das wahnsinnig interessieren. Und darum will ich auch nicht mehr so rumragen und mit dem Mahnfinger unterwegs sein, sondern einfach mit gutem Beispiel selber voran. Und das, was ich vorher in den anderen zwei Teilen diskutiert habe, muss die Regierung lösen. Oder? Nur die können. Ich allein kann andere Menschen nicht ändern. In dem Fall, das wäre, sagen wir so, Tag 2 Punkt und ein halb, so 2,5 oder so, weil es noch nicht ganz der dritte Tag ist. So, soll ich sagen, heute ist der dritte Tag von dem digitalen Tagebuch. Eben, wie ich schon angetönt habe, ich habe den Film Parasite geschaut. Eben, den kann man wirklich mieten auf Swisscom TV. Der ist wirklich gut. Ich habe mir heute auch noch ein paar Filme rausgelegt fürs Wochenende und die nächsten paar Tage von meinen zwei Lieblingsregisseuren, von Akira Kurosawa, ist ein japanischer Regisseur, und von Alfred Hitchcock. Habt ihr mir noch Filmtipps, wo man kann streamen oder so? Das wäre mega cool. Auch vielleicht ganz andere. Ich habe 800 Filme, aber habt ihr noch etwas? Oder eine Serie, die man schauen kann. Ich bin gerade noch in der letzten Zeit von der Pressekonferenz. Ich finde das Verhalten vom Bundesrat sehr gut. Er nimmt uns mit. Natürlich kann man sich das über das eine oder andere streichen, aber er kommuniziert immer schön in Etappen. Und ich muss ihm schon recht geben am Bundesrat. Man sieht natürlich schon andere Regierungen, die gerade reinfahren. Und ich habe das Gefühl, mitgenommen zu werden. Aber wie seht ihr das? Und wie geht es euch? Das nehme ich jetzt auch mal wunder, so nach 3 Tagen. Einfach mal so vielleicht in einem Kommentar oder so. Wie geht es euch? Am Montag tut eben Virus eine Sendung machen. SRF Virus beim Robin daheim. Er hat gestern schon live gestreamt. Und ich bin dabei, das lege ich sicher ans Herz. Und ja, wünsche ich gleich, trotz Corona und so, schönes Wochenende. Ich melde mich morgen wieder. Es macht mir riesig Freude. Wie findet ihr mein digitales Tagebuch? Und habt euch Sorge, bleibt gesund und bis bald und bis morgen. Tschüss!